Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Frauen werden abgeschafft. Das ist der Titel eines Beitrags in der Emma von der Harry Potter-Erfinderin J.K. Rowling. Und Sie fast alle hier betreiben genau das. Sie fast alle hier sind Frauenabschaffer, weil Sie fast alle hier der Gender-Ideologie anhängen. Sie behaupten, das Geschlecht hat mit Biologie nichts zu tun und jeder kann sich sein Geschlecht irgendwie selbst bestimmen. Das Selbstbestimmungsgesetz kommt dann hier demnächst auch in diesem Theater. Wir warten schon mit Freude drauf. Rowling hat es begriffen, die Gender-Ideologie gefährdet vor allem Frauen und Mädchen. Männer brechen Rekorde im Frauenschwimmen, Männer in der Damenumkleide, Sexualverbrecher im Frauengefängnis, weil sie sich gerade als Frauen fühlen. Rowling lehnt diesen Quatsch ab und wird deswegen mit obsessivem Hass verfolgt. Die Trans-Ideologie ist totalitär und sie ist zwangsläufig totalitär. Wer so offenkundig die Natur, die Wahrheit leugnet, der muss die Wahrheit selbst zum Verbrechen erklären und jeden, der die Wahrheit ausspricht, zum Verbrecher. Der Bundestag liefert ein gutes Beispiel. Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht und hier als Frau geführt wird, ist das schlicht rechtswidrig. Ich bin Markus Ganserer aber für zwei Dinge dankbar. Erstens, weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist. Und weil er zweitens die Frauenquote final ad absurdum geführt hat. Hätte sich Robert Habeck im richtigen Moment als Roberta bezeichnet, dann wäre Roberta vermutlich jetzt Bundeskanzlerin. Der Querbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, meint, jeder, der Herrn Ganserer nicht als Frau akzeptiert, sei transphob. Transphob ist offensichtlich ein anderes Wort für nicht blöd. Und nicht blöd sind auch die Initiatoren von Geschlecht zählt. Das sind ausdrücklich Feministinnen und Grüne, die gegen Ganserers Mandat nun klagen. Sie verstehen, dass es ohne Biologie keine Frauen gibt und ohne Frauen auch keine Frauenrechte. Am Weltfrauentag ist ein guter Moment, um festzustellen, ein Fisch ist kein Fahrrad, ein Mann ist keine Frau und Gender ist Gaga. Jeder Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht und in diesem Parlament ist das die AfD. Vielen Dank. Frau von Storch, Sie haben vorhin hier dieses Parlament als Theater bezeichnet. Ich bitte Sie sehr, über diesen Begriff noch einmal nachzudenken. Sie sind ja selbst Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und ansonsten bitte ich Sie einfach auch persönlich um Respekt vor der Kollegin Tessa Ganserer. Jetzt gebe ich das Wort. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Sie haben den Vorspann gesehen. Ja, ein Eklat im Bundestag. Man fragt sich, warum und weshalb. Denn letztlich hat Beatrice von Storch das ausgesprochen, was ja stimmt. Und darüber werden wir uns unterhalten. Markus Ganserer ist meldetechnisch, ist biologisch ein Mann. Aber wir haben auch gehört, dass fraktionsübergreifend hier letztlich Frau von Storch da, man kann schon in Anführungszeichen sagen, niedergemacht wurde. Und jetzt möchten wir mal die Betroffene zu Wort kommen lassen. Nicht wie es in den üblichen Gazetten oder im Öffentlich-Rechtlichen der Fall ist, sondern bei uns wirklich wertneutral und den Menschen mal zu Wort kommen lassen. Und das tun wir sehr gerne. Und wenn ich sage, ich begrüße Beatrice von Storch jetzt recht herzlich, dann meine ich das auch so. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung.
Hallo Herr Weber und auch hallo an alle, die heute zuschauen. Ich freue mich und Herr Weber, glaube ich, freut sich auch, dass Sie heute eingeschaltet haben. Das tue ich und ich darf Ihnen eines verraten. Wir hatten eine Sendestörung und Frau von Storch hat sich die Zeit genommen, dass wir das Interview nochmal aufnehmen. Und für diese doppelte Zeit sage ich auch recht herzlich Dankeschön, dass Sie die Geduld mitbringen. Aber die Technik versagt halt nun manchmal. Ja, wir haben im Vorspann gesehen, Sie haben eine Rede gehalten und diese Rede haben Sie recht bewusst gehalten und haben einen Mann, wie ich es in der Begrüßung der Zuschauer sagte, Sie haben einen Mann als Mann tituliert, der meldetechnisch, der biologisch ein Mann ist, der aber hier doch unter vorauseilendem Gehorsam als Frau ein Mandat bekommen hat und nennt sich Tessa Ganserer. Haben Sie mit der Reaktion gerechnet? Ja und nein. Also, dass das ein heißes Eisen ist, das war mir schon klar. Dass der Irrsinn so hohe Wellen schlägt, um ehrlich zu sein, ganz habe ich das nicht abgesehen, weil die Voraussetzungen so klar und so eindeutig sind. Herr Ganserer ist biologisch und juristisch ein Mann, Sie haben das schon gesagt. Er hat die Wege nicht eingeleitet, die das nach dem transsexuellen Gesetz erforderlich machen würde, um als Frau anerkannt zu werden. Dass der Aufschrei dann so hysterisch und dann auch so, ja, so voll Hass war, das finde ich selbstentlarvend für die, die da aufschreien. Denn mehr als dass sie sagen, ich anerkenne nicht, was er gerne hätte. Ich hätte auch gerne viele Dinge und trotzdem bekomme ich sie nicht. Also das hat schon mehr Wellen gemacht, als man das vernünftigerweise erwarten sollte. Aber das Land ist verrückt, die Leute sind verrückt und die Allerverrücktesten sitzen im Deutschen Bundestag und die haben sich das dick auf die Fahne geschrieben. Das muss nun also her. Jeder soll sich sein Geschlecht selbst erfinden können und eintragen lassen können, ohne irgendwelche Voraussetzungen. Das ist also ein ganz großes ideologisches Dickschiff, was die in dieser Legislaturperiode fahren wollen. Und das fasst es jetzt auf. Und ich finde es gut und richtig und wichtig, dass wir darüber reden, weil ich meine, dass das wieder so ein Gesetzesvorhaben ist, wo die Leute im Parlament den Bezug zur Realität, zu den Problemen der Menschen vollständig verloren haben. Und sie wissen, dass ein großer Teil, wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung, dagegen ist, aber natürlich nicht die Mehrheit unter den Berichtschaffenden, unter den Medienschaffenden, wie es heißt, unter den öffentlich-rechtlichen und auch den privatrechtlichen Journalisten, die unterwegs sind, die das ja im Wesentlichen im Prinzip abfeiern. Nun muss man sagen, liebe Zuschauer, Frau von Storch, wenn Sie gestatten, eine ganz kurze Information aus Wikipedia. Markus Ganser war im Bayerischen Landtag, bevor er jetzt in den Bundestag gewählt wurde. Er hat ja ein Mandat hier in Nürnberg-Nord. Und dort war es letztlich so, er hat 2019, wurde bekannt, dass er künftig als Frau, nämlich als Tessa Ganserer, leben möchte. Die Landtagspräsidentin, die damalige Landtagspräsidentin Ilte Aigner, erklärte unabhängig vom rechtlichen Status Markus Ganserer zur Frau, hat es dann auch im Plenum besprochen. Allerdings unter der Maßgabe, und das ist sicherlich juristisch ganz interessant, dass das eine Interimslösung war. Denn Frau Aigner sagte, die notwendigen rechtlichen Schritte zur Änderung des Personenstands habe Ganserer bereits eingeleitet. Das vorgeschlagene Vorgehen sei im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Aber Markus Ganserer, ich bezeichne ihn auch als Mann, warum, werde ich auch noch dazu sagen. Im August 2019 erklärte Ganserer, dass sie sich, nicht sie, sondern er müsste es heißen, dem transsexuellen Gesetz festgelegten weiteren Verfahren für die rechtliche Namensänderung und für die Personenstandsänderung verweigern werde. Das heißt also, unter Vortäuschung falscher Tatsachen ist seinerzeit im Bayerischen Landtag Markus Ganserer als Tessa Ganserer bezeichnet worden, wohl dem Glauben, dass man gesagt hat, es wurde hier, die formaljuristischen Voraussetzungen sind geschaffen worden. Das ist doch aber dann sang- und klanglos in den Bundestag übernommen worden und eine rechtliche Grundlage gibt es doch dafür nicht. Ist das gesetzesmäßig vorauseilender Gehorsam, wenn man sagt, das Gesetz geht sowieso durch? Das ist genau das. Die Rechtsgrundlage ist noch gar nicht da, aber sie tun schon so, als sei das Gesetz. Jeder kann machen, was er will und sich erklären, zu was er will und sich entsprechend verhalten und alle müssen das anerkennen. Also das heißt, die Rechtslage ist noch gar nicht da, die soll erst kommen. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz ist angekündigt worden, jetzt ganz konkret am letzten Mittwoch, dem 23., hat der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, was wir alles haben, angekündigt, dass jetzt dieses Selbstbestimmungsgesetz kommt und das soll noch vor der Sommerpause eingebracht werden.
Und das wird natürlich am Ende durchgehen, weil hier sind sich die Roten und die Grünen und die anderen Roten, die gelbe sind, nämlich die FDP, vollkommen einig. Die FDP ist schlimmer als die Linken und die Grünen im Quadrat und macht diesen ganzen Quatsch mit. Und das ist schon wirklich empörend, muss man ehrlicherweise sagen. Es verstößt gegen die Gesetze der Denklogik, es verstößt einfach gegen die Realität. Sie sind Realitätsleugner und als solche sollten wir sie auch bezeichnen. Sie sind realitätsphob und sie sind Realitätsleugner. Und das ist, es ist schwierig, über solche Dinge zu reden, wenn man mit einem Irren versucht, irgendwie einen Common Ground zu finden, dann ist das einfach schwierig, weil er es einfach nicht verstehen will oder kann. Und bei denen ist das in diesen Bereichen so. Sie wollen es nicht, sie leugnen die Realität. Und worüber soll man denn diskutieren? Wenn ich mit denen anfangen muss zu debattieren, ob ein Fisch ein Fahrrad ist oder ein Fahrrad ein Fisch. Das ist eben nicht der Fall. Und sie definieren es einfach um und stellen das alles in die Beliebigkeit. Und dann kommen sie eben, und das ist der Punkt, sie kommen nicht mit Argumenten. Sie kommen nur mit Hass und Hetze, muss man ehrlicherweise sagen. Mit dem ganz großen Vorschlaghammer wird dann agiert. Wenn Sie sich die Schlagzeilen angucken, die es in den Tagen danach gegeben hat und in der Debatte, dann sind die Worte Eklat und Menschenverachtung und Hass und Menschenwürde verletzend. Das ist in allen Schlagzeilen drin. Und ich sage das hier an dieser Stelle auch nochmal, ich habe deutlich gesagt, jeder mag soll machen, was er will in seiner Privatheit. Kann sich jeder anziehen, wie er möchte und kann sich fühlen, wie er mag. Das ist gar nicht Gegenstand einer politischen Debatte. Aber eine politische Debatte hat zu erfolgen, wenn wir in der Allgemeinheit gezwungen werden sollen, das anzuerkennen. Wir werden quasi zum Lügen gezwungen. Und das geht ja, ich bin gespannt, wie am Ende der konkrete Gesetzentwurf aussieht. Aber möglicherweise auch mit Ordnungsgeldern und Strafandrohungen, wenn man einen Mann eine Frau nennt oder umgekehrt, je nachdem, wie die es gerade haben möchten. Also da bin ich wirklich gespannt. Und was kommt mit Blick auf die Elternrechte oder die Kinderrechte, die Sie auch möglicherweise dort hineinschreiben, dann wird es richtiggehend dramatisch. Also das, was andiskutiert worden war, von der FDP bereits in der letzten Legislaturperiode, geschlechtsangleichende Maßnahmen, einwilligungsfähig sollen 14-Jährige sein, auch gegen den Willen der Eltern, wenn irgendeine obskure LSBTTIQ-Beratungsgesellschaft den Kindern geraten hat, doch mal ihr Geschlecht ändern zu lassen. Also die sind mit 18 Jahren oder mit 17,5 Jahren nicht in der Lage, legalerweise Alkohol zu kaufen, weil ihnen die Einsichtsfähigkeit fehlt und sie dann zu viel trinken, weil sie einfach das Verantwortungsgefühl möglicherweise nicht haben. Aber sie sollen dann aufs Amt gehen können und ihr im Personenstandsregister ihr Geschlecht umtragen lassen und ihren Vornamen ändern lassen können. Also auf so einen Gedanken kann man gar nicht kommen, wenn man irgendwie noch so einen Restverstand hat. Aber den haben die meisten gar nicht mehr. Ich darf Ihnen kurz sagen, scharfe Kritik folgt, was die Medien Münchner Merkur zum Beispiel, juristisch ist und bleibt er ein Mann. Wir sprechen von Markus Ganserer. AfD-Politikerin empört über die Aussage gegen Tessa Ganserer, fraktionsübergreifend. Das haben wir nun gehört. Vielleicht mal ein praktisches Beispiel. Ein 14-Jähriger sagt, er geht zu einer Beratungsstelle, er fühlt sich jetzt nicht mehr als Bub, wie wir in Bayern sagen, oder als Junge, sondern er möchte gerne seine Namensbestimmung ändern. Er geht dann zu einer Beratungsstelle. Das heißt doch de facto, wenn diese Beratungsstelle das befürwortet, und wir gehen mal davon aus, das wird in aller Regel der Fall sein, dann kann man zum Standesamt gehen und da wird der Name umgetragen, ohne dass die Eltern einen Einfluss haben. Ist das so gedacht oder ist da eine Fehlannahme von mir? Ja, ich sagte das gerade. Ich bin gespannt, was die am Ende in den konkreten Entwurf hineinschreiben. Aber ich kann sagen, dass das bereits eine Vorlage war, die die FDP in der letzten Legislaturperiode bereits gebracht hat. Und ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt auf diese FDP die Grünen und die SPD gemäßigend einwirken, sondern die sitzen da in ihrem Kämmerlein und machen alles nur noch schlimmer. Also ich bin gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Aber es ist auch es ist wirklich eine große Gefahr. Man darf das nicht wirklich banalisieren. Das sind Kinder und Jugendliche in der Phase der sich Selbstfindung, der sich Neuidentifizierung
während der Pubertät. Und da sind sie sensibel und da brauchen die bestimmt auch Hilfe, der eine oder andere. Aber was wir jetzt haben, wir haben jetzt eine immer mehr wachsende Trans-Lobby, die nichts schöner findet, als ihre Community anwachsen zu sehen und die diese Geschlechterunsicherheiten, die es bei dem einen oder dem anderen vielleicht auch schon in der Vergangenheit gegeben hat, oder nicht vielleicht, sondern gegeben hat, jetzt zu pushen, jetzt zu verstärken und da nicht helfend einzugreifen. Denn am Ende des Tages muss man eines sagen. Auch die Transsexuellen, also die tatsächlich im biologischen Sinne Transsexuelle sind. Das bedeutet, sie sind biologisch eindeutig männlich oder weiblich, aber sie wähnen sich im falschen Körper. Das heißt, die Psyche macht nicht mit und möchte ein anderes Geschlecht haben. Auch die sind im Prinzip der Beweis dafür, dass es zwei Geschlechter gibt. Denn die Transsexuellen verstehen sich nicht als irgendein drittes, neues, sonstiges Geschlecht, sondern sie sind in dem biologischen Geschlecht des einen, aber sie hätten gerne das andere der beiden Geschlechter. Also wieder bipolar, es geht wieder um männlich und weiblich und nicht irgendwie was anderes. Und diese ganze Trans-Lobby, die verkennt, dass es diese Fälle tatsächlicherweise gibt. Es gibt diese Fälle und diesen Fällen ist auch zu helfen, auch unstreitig. Aber was die daraus machen ist, es ist alles irgendwie nicht definierbar. Es gibt gar nicht zwei Geschlechter, sondern irgendwie ganz viele. Es hängt alles nur mit dem Gefühl zusammen. Und letztlich muss man diese Gefühle verstärken und dann eben mit dem Skalpell die entsprechenden Maßnahmen körperlich angleichen. Oder aber, da sind wir jetzt, das muss man gar nicht mehr machen. Man sagt einfach nur, wie man sich fühlt und dann trägt man irgendetwas ein. Und das ist vollkommen verrückt. Auch wieder vollkommen verrückt, weil es auch denen nicht gerecht wird, die tatsächlich Probleme haben. Und auch das muss man konstatieren, bei den Menschen, bei denen das nicht zusammengeht, ist das ein Problem. Da, wo der Körper und die Seele nicht zusammengehören, da, wo der Geist sagt, ich stecke im falschen Körper fest, ist das für diese Menschen ein Problem. Warum? Weil es eben diese klaren Geschlechterrollen und diese Geschlechter gibt. Und das nicht irgendwie eine Fiktion ist, die irgendwie fluid ist, geschlechtsfluide, mit einer unbestimmten Randschärfen und mit komischen Überschneidungen und mit nicht definierbaren Einzelgeschlechtern und so weiter. Das ist alles Quatsch. Also das Ganze, was die propagieren, belegt, die Art und Weise, wie sie es propagieren, belegt einfach, dass sie die Grundannahmen schon vollkommen verkehrt haben. Glauben Sie, die Öffentlichkeit hat es ja relativ wenig wahrgenommen oder wenn Sie es wahrgenommen haben, ist es vorsichtig gesagt belächelt worden. Erkennt man jetzt aufgrund der Besetzung der Institutionen, da wo links, wo eben diese Ideologie vorherrscht, da sitzen ja jetzt diese Leute, sitzen ja in Schlüsselpositionen. Glauben Sie, dass die Menschen jetzt erkennen, dass sie sagen, Moment, das Familienbild wird zerstört, denn sie sagten es ja, der Querbeauftragte sagte ja, dass wir wollen das bereits in den Kindergarten jetzt einbringen, die Vielfältigkeit, also vier Väter, Sorgerecht für vier Mütter und jeder, der ein paar Tage auf der Welt ist, der weiß, was es alleine bedeutet, wenn Gottlob nicht immer, aber wenn ein Paar sich trennt und es geht um das Sorgerecht der Kinder, um das Kindeswohl, was es bedeutet, man möge sich dann vorstellen, wenn die Liebe vorbei ist oder die Kommune in verschiedene Wege geht, was dann mit den Kindern passiert. Glauben Sie, dass die öffentliche Wahrnehmung jetzt besser wird für dieses Thema? Denn in der Vergangenheit haben Menschen das immer weggeschoben. Also das interessiert mich nicht so, die Energie interessiert mich nicht so, auch die Ukraine, die ist weit weg. Dass die Menschen jetzt merken, jetzt wird es eben wirklich ernst? Ich bin mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Zweierlei. Also eine Reaktion hat mich auf meine Rede schon irgendwie auf eine Art doch irritiert. Es haben mir unglaublich viele Leute gratuliert. Wahnsinnig toll, super Rede und so mutig. Und man steht da und sagt, das war eigentlich meine unmutigste Rede. Ich habe gesagt, ein Mann ist ein Mann. Und ein Fisch ist kein Fahrrad. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so mutig. Das ist einfach nur das Aussprechen der ganz einfachen, sichtbaren Realität. Und dass das Mut erfordert,
das ist ja eigentlich, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Auf der anderen Seite, das war natürlich schon ein eindrucksvoller Moment. Man steht im Parlament, hat sehr, sehr einfache, wahre Dinge gesagt und das ganze Parlament ist in Empörung. Alle erheben sich von ihren Plätzen und applaudieren der Gegenrednerin, die ihn gerade menschenverachtenden Hass vorgeworfen hat und in Tränen erstickter Stimme reklamiert hat, ich hätte die Menschenwürde dieser Person nicht anerkannt und so weiter. Und man steht sich da und sagt, sind die eigentlich alle irre? Sind die eigentlich alle Mischugge? Kann doch gar nicht sein. Also insofern war es dann doch beeindruckend und jeder weiß, und das ist auch etwas, jeder weiß in dieser Gesellschaft, wer sich hinstellt und sagt, eine Transfrau, die sich nur als trans fühlt und sich dann als oder als Frau fühlt und sich eine Langhaarperücke aufsetzt, muss jetzt als Frau anerkannt werden. Jeder weiß, wer das nicht macht, der kriegt Stress. Der kriegt wirklich Stress. Und das muss man aushalten. Und deswegen werden die Stimmen, die sich dagegen erheben, das genau erwägen, ob sie sprechen oder schweigen, weil sie in den allgemeinen Verruf kommen, um es höflich auszudrücken. Und das ist ein Problem. Es ist das Problem, dass die Medien das so hypen und den Druck so hoch machen, sodass Widerspruch schwierig wird. Und insofern erfordert es etwas Mut, aber ich kann versichern, dass im Deutschen Bundestag in der AfD-Fraktion alle Mitglieder diesen Mut haben und wir werden mit geschlossener Stimme dagegen sprechen. Wir werden diesen Quatsch weiter als Quatsch bezeichnen und wir werden dafür sprechen, dass dieses Selbstbestimmungsgesetz nicht kommt. Aber ich möchte, das ist mir ganz wichtig, wenn ich den Punkt noch machen darf. Es gibt geschlechtsspezifische Ungereimtheiten. Es gibt Transsexualität im biologischen, im medizinischen Sinne. Es gibt Personen, bei denen tatsächlich der Körper und die Seele nicht im Einklang sind. Und an diesen Stellen, und das streiten wir gar nicht ab, soll geholfen werden. Und es gibt im Übrigen auch, das sind aber nur sehr wenige Fälle, es gibt auch tatsächliche Intersexualität, das heißt biologisch zwischen den Geschlechtern, aber wiederum zwischen zwei Geschlechtern. Es geht immer um zwei Geschlechter. Aber die biologische Intersexualität, die nochmal von trans zu unterscheiden ist, die biologische Intersexualität, die ist diagnostizierbar. Hier ist zu sehen, dass es entweder an den Chromosomen oder an den Hormonen oder auch an den Geschlechtsorganen Ungereimtheiten gibt, die zwischen den Geschlechtern sind. Und auch da, diese Fälle sind anders zu betrachten. Aber hier werden immer einzelne Fälle instrumentalisiert, um etwas ganz anderes zu machen. Und am Ende laufen die Begriffe Transsexualität, Transidentität, Intersexualität, alles durcheinander. Alles wird in einem großen Brei vermischt und aufgelöst wird das durch Selbstidentifizierung mit Gender-Identitätsberatungsstellen bundesweit und wohnortnah, so hatte das die FDP in der letzten Legislatur oder die Grünen, ich weiß nicht mehr, einer von beiden oder beide zusammen, gefordert. Und die machen da ihre ganz eigene Agenda. Und die Agenda ist letztlich die Zersetzung der Realität, die Zersetzung der Familien, die Zersetzung der Geschlechter, die Zersetzung der Kinder, um irgendwie eine ganz neue Welt zu erfinden. Und ich bin nochmal sehr froh, dass da im Bundestag hart gegen gesprochen werden wird. Sie sprechen, das haben das Wort feige in den Mund genommen. Nun ist es ja so, dass ich sage mal, in der CDU-CSU-Fraktion muss es doch nun Menschen geben, die Familie haben, die nachdenken. Und Sie haben eines gesagt, die Zersetzung der Familie. Die Familie bildet ja die kleinste Einheit in der Gesellschaft und die wichtigste mit. Denn dieser Zusammenhalt in der Familie ist ja ein Garant dafür, dass ein Land sich entwickeln kann, dass die Menschen gedeihen können und dass die Menschen in sich, was ihre Physis und ihre Psyche angeht, glücklich sind, jedenfalls in aller Regel. Sind die zu feige dazu? Denn es kann doch nicht sein, dass eine ganze Fraktion da sagt, okay, das erkennen wir so an. Oder haben die einfach Angst? Ich sehe es auch jetzt, wir erleben ja Menschen, das hat zwar nicht unmittelbar mit dem Thema zu tun, aber die kleben sich auf der Straße fest
Und da wird ganz vorsichtig gesagt, das hängt ja mit Greenpeace zusammen. Jennifer Morgan ist ja jetzt im Auswärtigen Amt, wird ja da Staatssekretärin, was ja sowieso ein Novum ist, als Amerikanerin, 55 verbeamtet. Aber haben die einfach Angst? Ich habe verschiedene Unternehmenschefs gesprochen, die sagen, wir müssen vorsichtig sein, wir wollen nicht in die Fänge von Greenpeace kommen und dann hier durch die Medien gezogen werden. Haben die Angst, dass sie medial von der linken Presse durch den Kakao gezogen werden? Ich glaube ja. Jetzt ist die CDU aus der Regierung raus und wahrscheinlich wird sie irgendwie versuchen, nicht für dieses Gesetz zu stimmen. Aber dass sie dich laut dagegen aussprechen, und zwar grundsätzlich dagegen aussprechen, dass sie grundsätzlich sagen, es gibt eine Realität und es gibt eine Ideologie, eine Vorstellung, irgendwas anderes jenseits der Realität. Und wir bleiben bei der Realität und wir werden uns nicht daran beteiligen, dass die Realität jetzt per Gesetz geleugnet werden muss und dass bei Nicht-Realitätsleugnungen Strafen folgen. Und dass ein Mann ist und eine Frau ist und dass man in den Einzelfällen, die es gibt, das sind ganz, ganz kleine Nummern, dass man da helfen kann, aber dass das Ganze alles ein ideologisches Großprojekt ist der ganzen globalen Linken, die irgendwie eine neue Welt schaffen wollen und neue Menschen schaffen wollen, so klar werden die sich dagegen nicht aussprechen. Und weil sie eben diesen linken Medienhype fürchten und also zu feige sind. Es wird Einzelne geben, natürlich, aber so in der großen Summe werden sie eher vorsichtig sein. Ich hätte sehen wollen, wie es weitergegangen wäre, wenn die Große Koalition gekommen wäre, denn die SPD wollte das ja auch immer schon, die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes und die Schaffung eines Selbstbestimmungsgesetzes. Die Debatte hatten wir in der letzten Legislatur bei der Einführung des dritten Geschlechtes, weil es ja, wie gesagt, die Zweigeschlechtlichkeit nicht geben soll. Also ein dritter Geschlechtseintrag wurde ermöglicht. Das wurde in der letzten Legislatur beschlossen und da wurde auch argumentiert, Hunderttausende sind das möglicherweise, die jetzt ihr Geschlecht neu eintragen lassen. Nichts davon ist passiert. Es sind seit dem Gesetz Anfang 19 bis September 20 sollen es 30, in Worten 3, 0, Neugeborene gewesen sein, deren Eltern einen Nicht-Geschlechtseintrag oder einen Divers-Geschlechtseintrag gemacht haben. Die Zahl entspricht 0,0022% der Neugeborenen. Und bei den Erwachsenen sollen es ungefähr Größenordnung 150 oder 300, also eine kleinere dreistellige Zahl gewesen sein und nicht Hunderttausende, die nun endlich befreit den dritten Geschlechtseintrag nutzen, um sich umtragen zu lassen. Das heißt, da wird mit vollkommen falschen Zahlen argumentiert, als wäre das ein Massenproblem in der Gesellschaft. Ein Massenproblem in der Gesellschaft ist, dass die Menschen sich bald das Einkaufen im Supermarkt nicht mehr leisten können, dass sie sich bald den Strom nicht mehr leisten können. Hunderttausende sind schon, die sich den Strom schon nicht mehr leisten können. Da wird es jetzt kalt und dunkel. Das sind reelle Probleme von reellen Personen, die im normalen, wirklichen Leben in der Realität leben. Und das, was wir jetzt erleben, an dieser Stelle ist, dass hier eine Miniaturminderheit die Mehrheit drangsaliert, mit ihren Wolkenkuckucksheim-Problemen daherkommen und Einzelschicksale instrumentalisieren, um ihre Agenda durchzusetzen. Ich betone das, weil es wichtig ist. Und wenn hier jemand aus dieser Sendung was ausschneidet, immer diesen Teil dazu. Es gibt diese Fälle, wo die Geschlechter nicht klar definiert sind. Es gibt biologisch Intersexuelle, es gibt Transsexuelle, denen geholfen werden soll. Aber nicht das, was die jetzt daraus machen. Das ist Kuckucksheim, das ist vollkommene Übertreibung, das ist Instrumentalisierung. Die wollen was anderes. Und dagegen wehren wir uns mit aller Kraft. Ich ergänze dazu, ich darf den Zuschauern sagen, Beatrice von Storch, wir sind dafür, Minderheiten zu schützen. Wir sind aber auch dafür, Mehrheiten zu schützen. Dass wir sagen, wir lassen uns nicht terrorisieren. Die Menschen können leben, wie sich das vorstellen. Aber wenn mir jeden Tag aufgezwungen wird, dass ich eine ständige Akzeptanz üben muss, und man muss noch dazu sagen, der Verdacht sei geäußert, im Fall des besprochenen Markus Ganzerer, Tessa genannt, war ja vorher relativ wenig medienwirksam. Und diese Medienwirksamkeit kam ja letztlich erst jetzt dadurch, dass man, wenn man den Namen Ganzerer aufruft, dann ist ja vom Spiegel über Stern, über Monitor oder Panorama ja überall.
Mal vorsichtig gefragt, auch so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ja, Sie haben eine Agenda und diese Agenda wird durchgedrückt und diese Agenda ist jenseits der Lebenswirklichkeit der allermeisten Menschen. Das ist ja das, was so empörend ist. Also es wird vollkommen verkannt, dass wir Versorgungsengpässe haben. Wir haben einen Queerbeauftragten in der Regierung. Wir bräuchten einen Armutsbeauftragten in der Regierung, der den Menschen hilft, bei denen jetzt kein Strom, die sich den Strom nicht mehr leisten können. Unsere Strompreise waren schon die weltweit fast vorne oder vorne liegenden. Und jetzt reden wir, der Wirtschafts- und Klimaminister Habeck, geht mir immer noch schwer über die Lippen, warnt jetzt also und stimmt uns, bereitet uns vor auf drastisch steigende Energiepreise. Der Mann hat gut lachen. Das ist dem ja ganz egal, weil er das zahlen kann. Aber es gibt eine Menge Leute, die können sich jetzt schon die Preise nicht mehr leisten. Und wenn er sie darauf vorbereitet, dann ist das der blanke Hohn, weil er ihnen ja kein Geld gibt oder die Preise senkt, sondern ihnen einfach nur ankündigt, dass sie sich bald den Strom nicht mehr leisten können und der dann also ausgeht. Das ist ein Zynismus, mit dem die dort regieren und in ihrer Parallelwelt leben, dass es unerträglich ist. Und die haben den einfach den Kontakt verloren zu dem, was für die Menschen wichtig ist. Und die haben eben nicht mehr den Bezug zu normal. Damit haben wir ja auch Wahlkampf gemacht, Deutschland, aber normal. Wir wollen einfach wieder normal. Wir wollen über die Dinge reden, die relevant sind und nicht um diesen ganzen Quatsch. Diese Bundesregierung braucht keinen Queerbeauftragten. Die braucht einen, kann man durchdeklinieren in allen Bereichen, Beratung offensichtlich, aber sie braucht keinen Queerbeauftragten für eine Miniatur, Minderheit, die viel größer sich macht, als sie tatsächlicherweise ist. Es gab in der Zeit einen schönen Artikel, die Suche nach dem dritten Geschlecht. Da hat sich mal ein Redakteur aufgemacht und versucht festzustellen, wer hier eigentlich queer und divers ist nach diesem dritten Geschlechtseintrag und musste feststellen, er findet im Prinzip niemanden. Also er sagt, in Berlin gibt es vielleicht ein Dutzend und in der ganzen Republik vielleicht 100, wenn die sich treffen und miteinander sprechen. Also diese ganze Riesen-Community von Hunderttausenden, die gibt es einfach nicht. Das ist einfach ein Meer. Und ich glaube, wir sind langsam an dem Punkt in dieser Republik, wo wir sagen müssen, wir haben für bestimmte Dinge einfach kein Geld mehr. Wir hatten es nie, aber jetzt haben wir es tatsächlich bald gar nicht mehr. Und ich hoffe, dass ja, wir auf jeden Fall diesen Punkt klar machen werden in der weiteren Legislatur, dass es zu diesem ganzen Irrsinn eine Alternative gibt. Ich Und mache wir Werbung, müssen dass auch es eine eine Lanze brechen zu Alternative den Menschen, die gibt. letztlich ihre sexuelle Selbstbestimmung ausleben, die jetzt aber sagen, lasst mich in Frieden. Ich möchte in Frieden leben. Ich kenne also sehr viele Männerpaare oder Frauenpaare, die einfach sagen, lasst mich einfach zufrieden und stellt mich nicht jeden Tag zur Schau. Sie haben eines gesagt, die wichtigsten Themen. Wir dürfen die Themen Inflation nicht vergessen. Das heißt also, die Rente ist oder die Löhne, gut, jetzt ist der Mindestlohn ist auf 12 Euro. Das hat natürlich auch mit zur Folge als Unternehmer und Wirtschaftsingenieur kann ich sagen, auch da werden die Preise davon galoppieren. Muss ja letztlich Gastronomie oder sonstige Betriebe, die dann 12 Euro, 25% Lohnerhöhung dann zahlen. Wir haben Inflation, wir haben Kollateralschäden aus der Corona-Zeit und wir haben noch nicht abgerechnet die sogenannten Insolvenzen, denn die Insolvenzantragspflicht war ausgesetzt, da wird einiges auf uns zukommen. Ja, ist ein Thema und liebe Zuschauer, Sie merken, wir haben eine Gesprächspartnerin, die so spricht, wie viele fühlen. Und nochmal, wenn die Medien ausgewogen, was im Rundfunkstaatsvertrag ja übrigens der Fall sein sollte, ausgewogen berichten würden, dann würde manches anders ans Tageslicht kommen. Aber es werden nur immer Auszüge, es wird zusammengeschnitten, so wie es gerade passt, und es werden ungünstige Momente der oder von demjenigen gebracht, wo man sagt, naja, jetzt schaut doch nun nicht gerade günstig aus. Sie haben Ja. versucht zu gendern. Bitte? Ja, Sie haben das versucht war zu gendern. unbewusst jetzt. Also dann lassen wir das. Aber pass auf, jetzt kommt das Nächste. Ich muss immer lachen, wenn ich das so lese. Ein Penis ist nicht per se ein männliches Sexualorgan. Das sind so Dinge, mit denen muss man sich rumschlagen. Da wird sich ernsthaft von Gazetten damit beschäftigt. Da muss man wirklich sagen, na, also ich weiß nicht, jetzt wäre ich dieses Jahr 69. Das stellt ja alles auf den Kopf, was ich bisher in meinem Leben gedacht habe. Also
Da sagt man da, sagen Sie mal, avanciert es zum Varieté jetzt da, wo Sie sitzen? Ja, ich glaube, den wichtigen Punkt haben Sie eingangs gemacht und haben gesagt, es werden hier insbesondere Homosexuelle und Lesben, die werden hier instrumentalisiert und die wollen das auch nicht. Also jeder wird nach seiner Fasson selig und muss das nicht die ganze Zeit zur Schau tragen und thematisieren. Und ich glaube, dahin müssen wir wieder zurückkommen, dass jeder lebt, wie er mag, in welcher Konstellation auch immer er mag. Das ist niemanden daran zu urteilen und das irgendwie zu bewerten oder so. Aber wir sollten auch aufhören, darüber zu reden. Und das ist das Problem. Diese Trans-Lobby, die macht halt ihre Lebensart irgendwie zu einer Ersatzreligion und zu einer Glaubensfrage und zu der Entscheidung Menschenwürde oder nicht. Und damit sollten die einfach mal aufhören. Keiner will denen was, einige brauchen Hilfe. Da sollte die Gesellschaft dabei sein, aber der Rest lasst uns in Ruhe. Das ist nicht zeitgemäß. Wir haben wirklich ernste Probleme in diesem Land, denen wir uns widmen sollten. Und alleine die Zeit und das Papier, was schon bedruckt worden ist mit diesem ganzen Quatsch, das ist einfach die Sache nicht wert. Und ich hoffe, dass wir dahin zurückkommen. Und ich fürchte, um ehrlich zu sein, auf eine Art, dass das auch bald der Fall sein wird, weil die Probleme so eklatant werden in diesem Land. Sicherheitsprobleme, Energieversorgung, auch die Bildung an vielen Ecken, Infrastruktur, also so wirklich ernsthafte Probleme, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen, dass solcher Unfug dann einfach hinten überfällt. Aber im Moment beschäftigen wir uns noch mit großer Energie damit und deswegen sind wir als Opposition auch berufen, da den Finger in die Wunde zu legen. Und ich glaube, das haben wir bei diesem Thema ganz gut hingekriegt. Nun erleben wir ja, dass die Kirchen da zustimmend oder Diakonien und Caritas stimmen ja dem zu. Es ist schon erstaunlich, auf der anderen Seite hat man Austritte in einem Maß nie da gewesen. Man hört von den Standesämtern, dass die Anmeldezeiten haben von Wochen, die Menschen treten aus. Auch mit ein Grund dafür, dass hier der Halt letztlich verloren gegangen ist. Denn wir sind nun mal ein christlich geprägtes Land, das... Ja, und die Menschen verlieren irgendwo einen Halt. Auf der einen Seite haben wir eine katholische Kirche, die haben mit Missbrauchsfällen zu kämpfen. Auf der anderen Seite haben wir eine evangelische Kirche, die dem Sozialismus huldigt. Wir haben zwar eine neue EKD-Vorsitzende, aber ist das auch ein Punkt mit dafür, dass die Leute relativ leicht sich beeinflussen lassen? Sie haben gerade von Kirchenaustritten geredet. War das der Ja, der ist richtig, ja. 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 Also klar, wozu soll ich in die Kirche gehen, wenn ich immer nicht bei der Predigt aufpasse und dann vergesse, ob ich gerade auf irgendeinem grünen Parteitag bin oder in der Sonntagsmesse sitze? Also was will ich dann da? Ja, das ist nichts, was man braucht. Das kann dann auch weg. Das kann nicht ganz weg, aber dann gehen die Leute halt weg und das ist eine Abstimmung mit den Füßen. Das braucht man nicht. Und die Kirchen haben ihren Auftrag vollständig vergessen. Sie sind politische Einheiten geworden und deswegen sollten wir irgendwann mal, das ist vielleicht jetzt nicht das Thema dieser Sendung, aber vielleicht einmal darüber reden, über die Finanzierung der Kirchen und die Ablösung auch der Staatsleistung, aber vor allen Dingen im Moment die Finanzierung der Bischofsgehälter und der Kardinäle, die dazu führen, die eben nicht aus den Kirchensteuern gezahlt werden, wohlgemerkt nicht aus den Kirchensteuern, sondern aus den allgemeinen Steuern. Und so benehmen sich dann viele eben auch, sage ich immer, wie erweiterte Regierungssprecher. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe, so in etwa. Und deswegen hört man von den Kirchenoberen viel über Klimawandel und über Flüchtlingsaufnahmegebote und sicherlich wenig bis gar nichts über Homo-Ehe, Abtreibung und drittes, viertes, fünftes Geschlecht. Da hätten die sich mal einmischen können. Das machen sie dann wieder nicht. Also insofern gibt es einen guten Grund, warum die Leute den Kirchen im Moment den Rücken zudrehen. Nicht dem Glauben, hoffentlich, aber der Kirche, das kann ich verstehen. Interessantes Thema für eine Ergänzungssendung. Jetzt lassen Sie mich zum Schluss des Interviews bitte auf die Emma kommen, auf Alice Schwarzer. Es ist ja hier letztlich, das hat ja auch für einen Eklat gesorgt, dass man gesagt hat, im neuen Bundestag sitzt auf einem grünen Frauenquotenplatz, das ist ja auch ein Novum, sitzt ein Mann. Ja, und diese Fraueninitiative aus dem grünen Umfeld, das ist ja schon merkwürdig. Die Fraueninitiative kommt selber aus dem grünen Umfeld. Ist da der Sturm in den eigenen Reihen vorprogrammiert jetzt?
Absolut. Die Initiative, die Sie gerade genannt haben, die heißt Geschlecht zählt. Und das ist diejenige, die kommt aus dem Grünen und aus dem feministischen Umfeld. Das sind die, die jetzt ganz konkret gegen dieses Mandat von Markus Ganserer klagen, weil sie sagen, da sitzt ein Mann auf einer Frauenquote. Wir sind gegen die Frauenquote. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn man eine Frauenquote hat und dann einen Mann darauf einziehen lässt, dann zeigt das einfach, wie absurd die Geschichte ist. Insofern wieder gut, hatte ich in meiner Rede auch gesagt. Es ist richtig, dass sich jetzt Feministinnen dagegen stellen. Diejenigen, die Frauenrechte tatsächlich wahren wollen. Wir sagen, die Frauen haben in Deutschland alle Rechte, die Männer auch haben. Also eine Frauenrechtsinitiative und eine Gleichberechtigungs-, Gleichstellungsinitiative braucht es keinesfalls. Ich habe die Frage neulich wieder im Plenum gestellt und gefragt, welche Rechte hat denn eine Frau nicht, die einen Mann hat? Darauf gibt es keine Antwort. Weil wir die gleichen Rechte haben. Aber wenn man als Feministin Frauenrechte weiter fordert, dann hat man jetzt wieder einen guten Grund. Denn Frauenrechte sind natürlich gefährdet, wenn wir sehen, dass Männer Frauen sein können, wenn sie wollen. Und das ist schon ein Thema in vielen Bereichen. Jetzt kann man sagen, das sind Randbereiche. Aber nein, es geht um sehr Grundsätzliches. Wenn Männer im Frauensport jetzt reüssieren, das sehen wir immer öfter. Ja, die dürfen also im Gewicht heben und beim Schwimmen bei den Frauen antreten. Und oh Wunder, brechen dann dort Rekorde, weil es ja beim Sport nicht auf Gefühle ankommt, sondern auf körperliche Kraft in der Regel. Und deswegen ist das vollkommen, ist das... Das ist so falsch. Falscher könnte es nicht sein. Und das sind die Dinge, die diese Feministinnen adressieren. Und das tun sie zu Recht. Und das sind insofern gute Verbündete. Und wir freuen uns, dass sie das mit diesen Kampf mit uns kämpfen. Spannendes Thema. Ich gehe davon aus, das wird zu weiteren Fragen und weiteren Erörterungen führen. An dieser Stelle schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und liebe Zuschauer, Sie haben gemerkt, hier spricht jemand aus dem Leben, mit Lebenserfahrung, mit Bürgernähe. Und das ist etwas, was ich immer wieder spüre, wenn ich mit anderen Landtagsabgeordneten oder im Bundestag spreche. Da ist oft die Bürgernähe verloren gegangen. Und eins, wenn man uns immer fragt, warum sprechen Sie so viel mit der AfD? Ganz einfach, weil die anderen zu feige sind, weil sie gerne mit uns reden würden, aber weil sie dann sagen, Moment, wenn wir da reden und da sind gleichzeitig AfD-Politiker, die Statements abgeben, dann könnte uns das zum Nachteil gereicht werden. Aber liebe Zuschauer, das ist mir wurscht. Wir sprechen mit Menschen, die uns gut tun, die dem Bürger gut tun. Ja, Frau von Storch, Sie haben das letzte Wort. Das letzte Wort ohne Frage. Ich kann nur sagen, wir kämpfen dafür, dass die Realität weiter eine Stimme hat und dass der Irrsinn im Deutschen Bundestag etwas kleiner wird. Wir sind dort die Stimme der Vernunft. Ich glaube, das kann man ehrlicherweise so sagen. Und mit dieser Stimme der Vernunft werden wir diese Legislatur weiter bestreiten. Wir freuen uns drauf. Tja, und wir bleiben dran. Ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Zuschauer, auch bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an diesem Sonntag sich das anzuschauen. Und bitte teilen Sie dieses Video, treffen Sie einmal Überlegungen, schalten Sie Ihren normalen Verstand ein, normalen Anführungszeichen, lassen Sie Herzensbildung sprechen und Sie werden merken, in diesem Interview sind eine Menge Wahrheiten. Danke für die Unterstützung, danke für die Zeit und noch einen schönen Sonntag.